Hey zusammen und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen heute GTA San Andreas in der HD-Version. Ich habe einige Mods installiert und ich würde sagen, lehnt euch zurück und genießt das Intro. Francis, Internationaler Airport, Liberty City, 1992. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Oh, Mama. Fängt ja gut an, wenn man zu Hause ankommt. Passenger, show us your hand. Ja, einige Grafikbugs sind auch gleich dabei. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. Home sweet home, sage ich da nur. Willkommen zu Hause. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. Meine Kohle, Mann. This is drug money. Ah. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah! Not bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. Sehr nett, hey. Hey, man, my bag! Nein, der Koffer! Wo kriege ich jetzt meine ganzen Klamotten wieder her? How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. Da war was. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. See you, man. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Yeah, yeah. Den Ballers ist das egal. Und damit heißt es, willkommen in San Andreas. Los Santos hat uns zurück. Jetzt müssen wir uns erstmal das Radl hier schnappen, das Fahrrad, und fahren jetzt zu CJs Bude. Ihr habt gesehen, die Cops hier sind ziemlich korrupt, ziemlich frech. Wir werfen uns einfach aus dem fahrenden Auto, unterstellen uns gleich. Wir sind kaum zu Hause. Wir sind eigentlich clean, wir sind sauber, wir haben nichts mit Drogen zu tun und wir haben überhaupt nichts mit den ganzen kriminellen Geschäften hier zu tun. Nur weil wir früher irgendwie in der Gang gewesen sind, haben sie uns irgendwie auf dem Kieker. Und es fängt gleich schon wieder ziemlich schlecht an für den guten Carl, der jetzt hier wieder angekommen ist in Los Santos. Und wir schauen mir einfach so ein bisschen über die Schulter und werden mal sehen, wie jetzt hier sich seine Geschichte entwickelt. Ich habe mir gedacht, da jetzt bald GTA 5 startet, im März kommt das schon raus für die Konsole, und habe ich mir gedacht, setze ich mich nochmal hin. Und ziehe mir noch einfach mal das alte Los Santos rein. Weil GTA 5 wird ja auch im neuen Los Santos spielen. Und vielleicht gibt es da einige Sachen, die dann noch übernommen werden. Ihr seht, ab und zu habe ich so Grafikfehler. Das ist nicht besonders schön. Das liegt an den ganzen Mods, die ich installiert habe. Das hört dann auch immer mal wieder auf. Man kann das irgendwie nicht so richtig eingrenzen, wo das herkommt. Aber aufgrund der Mods sieht das Spiel halt einfach wahnsinnig gut aus. Ich kann die einfach mal hier... Warte mal, ich mache mal jetzt hier einen auf den hier. Zack. Dann ist das aus. Das ist der ENB-Grafikmod, den ich drin habe. Und dann flackert da hinten zwar so ein bisschen was, aber... Ach, das flackert hier doch. Egal.
So sieht's einfach cooler aus. Bleiben wir dabei und gehen wir mal in die Bude. Big Smoke. Tja, wieder zu Hause zu sein, ist ein ziemlich merkwürdiges Gefühl. Ja, es ist hart, wenn die Mama stirbt. Selbst für einen harten Gangster wie CJ. You picked the wrong house, fool! Hey, whoa, hey, whoa, whoa, Big Smoke! Whoa, whoa. It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Na dann bouncen wir mal. Es fängt mit einer Trauer an. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Aufpassen, dass man hier keinen epileptischen Anfall bekommt, ey. Sweet and Candle. Mit diesen ganzen Grafikflackern. I've been with you for 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Absolute, man. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Das ist ein ganz raues Pflaster. Ein ganz raues Pflaster, Los Santos. Aber wir sind wenigstens zurück bei unserer Gang. Ihr seht schon das Bild, das schimmert so ein bisschen. Wow! Drive-by! Nein, das Auto! Back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Na, dann wollen wir mal gleich hinterherfahren. So, ordentlich in die Pedale getreten. Erstmal das Auto angefahren. Man kann jetzt ein bisschen schneller fahren, wenn man einfach öfters auf die vordere Sprint-Taste drückt. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Was wollen die denn schon wieder? Alter, hau ab! Muss ich ein bisschen schneller sein hier. Leute, tretet mal in die Pedale. Ich will jetzt hier nicht abgeknallt werden. Ah, diese haben es auf mich abgesehen. Hier, schnell, kürzen wir irgendwie ab über den Parkplatz. Die können vielleicht doch nicht überall hinterherkommen. Nein, Mann! Schnell, 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 schnell! Uah. Shit, a polished car is onto us. Split up! Keep up, motherfucker! Na, dann los. Müssen wir Ryder verfolgen. Ich hoffe, das Klicken der Sprint-Taste hört ihr jetzt nicht so sehr. Ich muss wirklich Button-Mashing machen, um denen irgendwie hinten dran zu bleiben. Liability, CJ. Was soll das denn heißen? Why you bother coming back?
Straight back into the game, right, dog? Ja, absolut. Direkt wieder rein in den Scheiß. You're on my way. East Coast got you all thinned out, home. Sind Muskeln, Mann. Sind alles Muskeln. Ah, jetzt springe ich höher. Okay. Das ist doch schon cool. Also gerade in San Andreas konnte man wahnsinnig viele tolle Sachen machen. Auch so total viele Nebenbeschäftigungen und sowas. Oh, das war knapp. Alter. Na Mann, kommst du? Oh, haben die denn erstmal einen Unfall gebaut? Ah, bergauf hier. Ist der schon wieder so wahnsinnig schnell. Aber wir sind gleich zu Hause. Super. Weiß zwar nicht, wo unsere Freunde sind, aber das ist ganz schön komisch, wenn wir jetzt hier irgendwie so in der Home City sind. Da sind die schon wieder! Nein! Oh Gott! Nein, 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 nein! Schneller, schneller, schneller! Oh, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir einen Grafikfehler hier. Wo bin ich? Nein, ich will mein Fahrrad. Komm schon. So, ganz gemütlich. Leider habe ich habe ziemlich viel rumgemoddet, ziemlich viel rumprobiert und leider habe ich es nicht hinbekommen, irgendwie das so zu installieren, dass diese gelegentlichen Grafikfehler nicht auftreten. Ach, natürlich, Mann. I got with them motherfuckers though, sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Tja. So, du kannst in den Spielspeicher, in dem du CJs Haus betrittst. Das ist natürlich gut zu wissen. Das werden wir gleich mal machen. Du kannst ein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Das ist auch sehr gut. Stell dich in die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Schön. Das Haus der Mom. Haben erstmal guten Respekt dazu bekommen. Ja, die Grünen hier, das sind unsere Freunde. Unsere Homies. Und der Kollege hier, der sich kein Hemd leisten kann. Ja. Hatte nur ein bisschen Geld für ein Sixpack. Mehr nicht. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie noch in den Griff, diese Grafikfehler. Wenn ihr wisst, wie man das irgendwie unterbinden kann, was ich machen kann, damit das in San Andreas dann nicht irgendwann anfängt, so rumzuflackern, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist die Folge auch schon fast wieder vorbei. Wir gehen uns einfach nochmal das Haus anschauen. Genau, direkt auf das Diskettensymbol laufen. 6 Stunden wird die Zeit dann vorgestellt, das können wir gleich mal machen. Aber hier ist das so ein kleines Easter Egg. Eine Videospielkonsole. So, gucken, wie mache ich das dann hier so? Wie wähle ich das aus? Wie wähle ich das aus? Hallo? So. Yeah, Space Invaders oder was das ist. Ja, nicht ganz. Da kann man, glaube ich, auch so einen Rekord aufstellen und sowas. Also es gibt wahnsinnig viele schöne Sachen, die man machen kann. Das ist, ich hoffe einfach mal, dass sie so ähnlich das auch in GTA 5 machen. Aber die haben schon angekündigt, so viel wie in San Andreas werden sie nicht mit einbauen. Oh, die Blauen. Wie schnell die weg sind. Oh, die schießen zurück. Was ist das? Bin mir nicht ganz sicher, was ich da gerade eingesammelt habe. 60% Leben haben wir noch, also das ziehen wir jetzt durch. Wir müssen mal sehen, wie lange das jetzt läuft. Aber die Folge wird dann wahrscheinlich schon wieder sehr viel länger, wenn ich einfach nur irgendwelche Videogames zocke. Ich bin in einem Videospiel und spiele ein Videospiel. Das ist auch schon ein bisschen strange. Aber vielleicht können wir wenigstens das zweite Level erreichen. Irgendwie sowas, ein paar Highscores hier machen. So, den sammle ich auch ein. Das finde ich halt das Schöne an der ganzen GTA-Reihe, dass die auch so wahnsinnig viele Nebenschauplätze haben, die man dann irgendwie wirklich besuchen kann und da ein bisschen was machen kann. Woo! Und Warp direkt in Level 2. Das ist natürlich klasse, aber dann, wenn es am besten ist, sollte man aufhören. Nur wie komme ich hier raus? Wie beende ich das Spiel? So vielleicht?
So vielleicht? Achso, hier. Wie sind denn meine drei Initialen? Was? Nein. Was macht der? Warum tut er das? Ich weiß auch nicht, was er tut. Bin mir gar nicht sicher, was ich richtig drücken muss, damit das jetzt funktioniert. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Gut, damit ist die erste Folge ein bisschen chaotisch zu Ende gegangen, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play GTA San Andreas mit Marv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.